rein in Cat's Play. Imagine, du hast Beef. Ihr habt alle reingeguckt. Mit Leon Mascher und gehst als derjenige mit mehr Doppelmoral raus. Du denkst, du spielst Schach, aber du spielst nicht Schach, Digga. Du spielst Schach gegen dich selber. Leute, gegen Locke. Leon Mascher und Stay haben Beef und ich hätte niemals gedacht, dass dieser Satz meinen Mund verlassen wird. Aber es ist passiert. Stay hat dieses Video hier rausgebracht und sich damit direkt an Leon Mascher gewandt. Ich glaube, Lucy hat ja auch hier auf Twitch eine Followerschaft, aber der ist natürlich, da ist Karl natürlich wesentlich größer. Daraufhin hat Leon ein Statement an alle Reaction-Streamer hochgeladen, aber seien wir ehrlich, gemeint hat er damit vor allem Stay. Wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, hat ApoRed ein Statement hochgeladen, in dem er zugegeben hat, dass alles echt ist. Also, Simon ist sehr aktiv gewesen und er lebt auf Virgin-Geld und ist halt so generell super Brokey-Mokey. Naja, turns out, das Ganze war ein Prank. Also zumindest der Part, in dem er sich ehrlich bei seiner Community entschuldigt hat, weil insolvent ist er ja offiziell immer noch. Der ist ja wirklich, das stimmt ja eigentlich. Was er, das meiste, was er gesagt hat, stimmt, aber er tut so, als wäre es nicht so und erzählt danach wieder, dass er aus irgendwelchen anderen Gründen insolvent ist und dann kommt Mimi wieder mit irgendwelchen das legendäre Birgi-Geld. Der Typ hat so viel Legendäres erfunden, aber schenkt ihm keine Klicks. Guckt euch nur die Reactions an. Hört auf Mimi. Und ich wollte die ganzen Videos von Mimi auch mal durchgucken. Ich war gerade dabei, die Paybacks zu gucken und da kommt Leon Mascher gar nicht so schlecht weg. Dass die ganzen Pranks fake waren, das ist nicht schlimm. Also finde ich nicht schlimm, es ist pure Unterhaltung. Und jetzt, dass die im Dezember für den ganzen Dezember, CPM, glaube ich, heißt das, ne, für das schöne Dezembergeld hier, ne, das Werbegeld im Dezember, dass die dann einen Prank gemacht haben, damit jeder drauf reacten kann, damit jeder Geld verdient, das ist eine klasse Sache. Und wenn Leon dann die große Sache plant und dafür Geld ausgibt. Und er ist Content Creator, er macht das geplant einfach, nach Skript und allem. Und damit produziert er Content, auf den Leute reacten können. Die haben alle damit Geld verdient. Deswegen finde ich, dass zumindest in dem Fall Leon eigentlich recht hat. Er als Content Creator hat recht, das Geld wieder einzuspielen, wenn er das Originalmaterial erstellt hat. Das Ganze wurde auf... Damit habe ich eigentlich schon alles gespoilert, wir können es einfach auch lassen jetzt. Leons Kanal aufgelöst. Die beiden haben zusammen das Format Wenn du Eier hast gedreht, bei dem die beiden sich gegenseitig Challenges, also so Mutproben stellen. Und wer dann am Ende sich nicht traut, etwas zu machen, den erwartet eine Strafe. Denn Zap wurde auch nicht abgebucht. Wo bleibt mein Geld, Konfuzius? Wo bleibt mein Geld? Und verloren hat ApoRed. Und jeder will nur Geld verdienen. Aber wir wollen auch Spaß haben, ne? Wir wollen auch Spaß haben. Die Sache ist aber, jetzt beleidigt zu sein als Reaction-Streamer und zu sagen, boah, der hat mich reingelegt. Ja, du hast trotzdem Geld verdient. Du hattest trotzdem deinen Spaß gehabt. Du kannst trotzdem Content draus machen. Dann sei doch jetzt nicht beleidigt. Ne? Versteht ihr vielleicht? Floyd, hi! Leon hat ihn mit wahrscheinlich dem Schlimmsten bestraft. Hat halt fremdes Bildmaterial drin, aber wirklich nur ganz kurz. Und darf man durchaus machen. Man darf auch fremdes Bildmaterial verwenden. Das war ja auch nur zum Spaß. Und warum ist ja nicht schlimm für Stay? Dann kann er wieder drauf reacten und kann wieder Geld mitverdienen. Macht er ja. Was du bei ApoRed machen kannst. Und zwar musste ApoRed sich hinstellen und sagen, dass er arm ist. Ich bin ganz ehrlich, was das Video angeht, bin ich... Das war bestimmt hart für ApoRed, sich hinzusetzen und zu sagen, dass er arm ist. Es gibt wohl nichts Schlimmeres für ihn. Ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite ist es irgendwie super und ich zahle das noch, versprochen. Unterhaltsam. Ich brauche nur mehr Zeit. Ist der Fakt, dass Leon Mascher ApoRed irgendwie die ganze Zeit disst? Immer. Ich dachte auch an die Szene von Simpsons. Wer hatte von wem Geld geliehen? War das, hatte Bart sich von Homer Geld geliehen und Homer fragt immer, wo ist mein Geld? Wo ist mein Geld? Typisch Red, Digga, ne? Was so typisch Red? Schuldigen suchen, ne? Und auch, wie so geschickt immer die ganzen Teile miteinander kombiniert werden. Also die Behind the Scenes, dann das Originalstatement, das bei Abo auf dem Kanal hochgeladen wurde. Als seht ihr auch hinten rechts die Ozelottels bei ihr? Meine Kinder spielen ja Minecraft, ne? Das sind doch Ozelottels. Und sie hat hinten links eine PS5. Total sympathisch, die Frau. Auch die Reactions von den Streamern. Und da ist doch ein Glumanda auf ihr Mikrofon. Streamern. Also es Ständer. Ist so rein technisch gesehen wirklich, wirklich gut geschnitten. Was natürlich auf der anderen Seite scheiße ist, ist der Inhalt. Weil, seien wir nicht ehrlich, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. ApoRed hat super viel Scheiße gebaut und dass er seine Community erneut anlügt, beziehungsweise auch alle anderen, seien wir ehrlich, ist es super traurig. Es kamen ja auch in letzter Zeit super viele Sachen raus, wie zum Beispiel, dass Carina Push ApoRed verklagt und gewonnen hat. Also das Ganze ist jetzt auch bestätigt, dass er Carina belästigt hat. Und auch Mimi ist wieder zurück und hat einfach weiter gezeigt, was für ein Mensch ApoRed hinter der Szene als auch vor der Szene ist.
Das stimmt natürlich. Chaka meint, Leon hat den Ehrenkodex verloren. Das Problem, Chaka, das Problem ist, rechtlich gesehen ist jede Reaction ein Strike wert. Rechtlich gesehen kannst du, wenn du mit jemandem Beef hast auf YouTube, denjenigen striken lassen oder es versuchen und seinen Kanal zerstören. Rein rechtlich gesehen kannst du das versuchen als YouTuber. Aber ist es nicht seltsam, dass das keiner tut? Ist es nicht also ApoRed versucht es gegen Mimi, aber heftig versucht er das gegen Mimi, ne? Aber die anderen, egal wie sehr sie sich streiten, sie gehen nie so weit, dass sie die Kanäle angreifen. Das ist schon ein ziemlich heftiger Ehrenkodex, der da besteht. Außer von ApoRed. Natürlich außer von ApoRed. Das ist, dass der mal keinen Ehrenkodex verdient hat, ist klar. Aber Leon Mascher hat ja auch bis jetzt, hat Leon, wenn ihr jetzt mir sagen könnt, dass Leon Mascher mal irgendwo versucht hat, irgendwen zu löschen, hat er auch versucht, Mimi zu löschen, dann bin ich auf eurer Seite. Naja, Shoyoka. Shoyoka hat das gemacht bei Nemesis, ja. Dara hat das gemacht. Dara hat das gemacht bei Kuchen. Und Shoyoka hat ja auch wirklich lange eingesteckt, beziehungsweise, wenn wir davon ausgehen können, dass Shoyoka, übrigens, hallo Lady, guten Abend, Lady, wenn wir davon ausgehen können, dass Shoyoka das alles geplant hatte, von vornherein, dann ist das eine ziemlich miese Sache. Aber Nemesis ist, glaube ich, auch, Nemesis ist schon hart gegen sie vorgegangen. Also was Kuchen gemacht hat, ist ein Witz dagegen. Nemesis hat sich hart gegen sie geäußert, weil er persönlich auch sehr verletzt war, weil nämlich einige Leute auf Twitter seine Sachen veröffentlicht haben. Schmutz. Chris Nature, ich weiß, was du meinst, aber Schmutz schreiben ist gegen TOS, also die Leute beleidigen ist gegen die TOS. Wir halten uns dran. Wir versuchen, ein leuchtendes Vorbild zu sein. Wir schreiben keine Beleidigungen gegen Kollegen. Versuchen wir, ein Vorbild zu sein. Auf gute Weise. Ich will kein zweiter Karl sein. Doch die Pseudolinken machen sowas auch, ja. Ich weiß noch nicht, ob Leon das gemacht hat. Leon ist bei weitem kein Pseudolinker, oder? Wie alt ich bin. Ich bin so alt. Ich bin so alt. So. Ja. Frag für meinen Mitbewohner. Ich bin fast 40. Ich bin kein Toss. Außerdem, was für ein beschissener Prank war das bitte? Es ist halt einfach eine Lüge. I mean, imagine, ich jetzt... Niemals! Doch. Doch, man sieht die grauen Haare nicht bei dem Licht. Ich erzähle euch in einem Video, ja, mein Name ist übrigens Paula und ihr dann so... Oh, hi Paula, na, wie geht's Paula? Cool, dass du Paula heißt. Und ich dann so ein Video später, bäm, ihr seid alle drauf reingefallen, ihr Idioten, ich heiße eigentlich Anna. Was ich da halt auch noch so ein bisschen traurig finde, ist, dass es... Ich habe auch nach einem halben Jahr gesagt, ich heiße gar nicht Gonzo. Bei allen Leuten, die mich damals Gonzo genannt haben. Tatsächlich Leute gab, die so Mitgefühl hatten und so waren, yo, ApoRed, wenn du jetzt einfach hier bei Null anfängst und das Ganze zugegeben hast und jetzt weitermachst, so ohne Lügen und so, dann ist quasi verziehen und vergessen, aber... Da habe ich ja auch Nemesis verteidigt, da wurde ja sofort im Chat geschrieben, wie kannst du nur seine Videos gucken und ich meine, ich will davon nichts hören. Wurde derjenige auch, hat derjenige einen Timeout bekommen? Ich glaube schon, ne? Für die freche Art. Da habe ich Nemesis auch verteidigt, aber wenn er ehrenlos auf psychische Krankheiten geht, da habe ich dann gesagt, da fühle ich Nemesis nicht so. Das fand ich nicht cool von Nemesis. Man muss da nicht so drauf gehen. Man muss nicht jede Gelegenheit nutzen, um sich zu rächen und jemanden schlecht zu reden. In jedem Kontext. Das fand ich nicht in Ordnung. Das muss nicht sein. Da musste er auch, nachdem er gebannt wurde, hat Nemesis auch ganz andere Töne gespuckt. Da hat er auch gesagt so, nein, ich will das ja eigentlich gar nicht. Da hat er sich gemäßigt. Und das finde ich in Ordnung. Ihr müsst gucken, wo ihr gegen die Aussagen vorgeht. Nicht gegen Personen. Ihr müsst gegen die Aussagagen vorgehen. Kein Groll gegen Personen hegen. Aber das geht bei Apo halt nicht. Aber natürlich waren Apo, RED und Leon Mascher dann in aller Munde. Jeder hat ein Video zugemacht. Es wurde heftig drauf react. Ganz genau. Kaloi, es kommt von den Muppets. Seitdem gucke ich jedes Jahr die Muppets Weihnachtsgeschichte. Seitdem ich Gonzo getauft wurde. Wegen meiner Nase. Es war eine Beleidigung. Ich hätte schön Dezember CPM mitgenommen und so. Aber den Leuten ist dann eine Sache aufgefallen. Er lässt allen Anschein nach, die Leute claimen, die seinen Content nutzen für eigene Videos. Das Original-Video kann ich bei euch nicht einblenden, weil das direkt Content-ID geschützt geclaimed werden wird. Das Video wurde hochgeladen. Und instant gesperrt. Warum die Videos gesperrt waren, erklärt Leon Mascher tatsächlich selber. Digga, ich habe den Content kreiert, deswegen will ich auch die meisten Aufrufe innerhalb von den 48 Stunden auf dem Video haben. Schauen wir uns doch mal an, wie Stay darauf reagiert hat, dass sein Video 48 Stunden lang nicht hochgeladen werden konnte. Das ist frech, das ist dumm und dann gibt's Stiche. Ich habe diesen
gibt es Stiche, allein schon die Aussage. Genau, man hat Recht auf Gegenschlag. Was ich aber meine ist, dann nimmst du die Aussage, dann guckst du dir die Aussage an und beziehst dich auf die Aussage. Du guckst dir kein Video über mentale Krankheiten an und über erweiterte Diagnose, weil sich die Diagnosekenntnisse in den letzten 10 Jahren verändert haben und gehst dann die ganze Zeit auf die Person in einem Video, wo du selber gar nicht Thema warst. Das habe ich an der Stelle kritisiert. Diesen Claim, diese Sperre gesehen und bin in das Originalvideo gegangen und habe jede einzelne... Das kann man in Super Mario Land nicht mögen. Wir können uns mal einen Vergleich angucken, ja? Mario World war viel besser. Guten Abend, Zytro! Hi! ...einzelne Zeitspanne rauskopiert, sie protokolliert und eine Urheberrechtsbeschwerde mit einer Sperrung des Originalvideos an YouTube geschickt. Aber ich habe das ja gemacht auf Basis der Tatsache, dass Fremdcontent von mir benutzt wurde. Metal Gear Solid, hi und danke. Nemesis geht auch auf Stars-Mitglieder los. Also wirklich. Dass man nicht dann einschränken will, Fremdcontent zu nutzen. Also halten wir fest, Stay ist pissed, dass er seine Reaction auf Leons Eigencontent in dieser 48-Stunden-Sperre nicht hochladen durfte. Buh! Weil Leon bedient sich ja auch selber vom Material anderer Content-Creator. Deswegen hat er eine Urheberrechtsbeschwerde bei YouTube eingereicht. Denn YouTube handelt da ja immer präventiv und legt das Video quasi so lange auf Eis, bis geklärt wurde, ob tatsächlich eine Urheberrechtsverletzung vorliegt oder nicht. Und Stay hat das gemacht, um Leon monetär einzuschränken, weil er das Gefühl hatte, das ist das einzige Druckmittel, was er gegen Leon in der Hand hat. Und das war ja schon hart. Also Leon hat das bestehende System genutzt, das Content-ID, und hat dafür gesorgt, dass Reactions auf seinen Content, und wenn Content-ID das nun mal erkennt, dass das der Content von Leon ist, dann ist das der Content von Leon. Und dann hat er dafür gesorgt, dass das für eine gewisse Zeit lang gesperrt ist. Aber in dem Willen, es freizugeben, sobald die Sperre abgelaufen ist. Er hat sich halt mit dem System von YouTube abgesichert. Aber keiner hat davon einen Nachteil in seinem Kanal gehabt. Was man dagegen machen kann, ist, sie da zu treffen, wo es am fucking meisten wehtut. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber vor einiger Zeit hatte Alicia Joe ein Video über Travel-Blogger und wie diese Steuern umgehen hochgeladen. Und auch sie wurde von einem Influencer-Pärchen urheberrechtlich da eingeschränkt. Also das Video wurde dann quasi geclaimed, war auf Eis gelegt. Und damals fanden das alle scheiße. Denn was die Travel-Blogger da geclaimed hatten, war nicht rechtsmäßig, da man innerhalb des Zitatrechts quasi den Clip nur kurz gesehen hatte. Aber YouTube handelt halt präventiv. Deswegen war das Video dann für einige Tage down, was natürlich Alicia Joe monetär geschadet hat. Und bei den Travel-Influencern fand das irgendwie jeder scheiße. Naja. Auf der anderen Seite, die Beschwerde von Stay. Also erstmal hat die Beschwerde ihn viel zu viel Zeit gekostet, diese ganze Sache zu machen und ihm mit Claim, also mit Strike zu drohen. Er hat ja Leon mit Strike gedroht. Das ist eine Sache, die macht man normalerweise nicht, ne? Und das ist voll ehrenlos, das zu machen mit Strike drohen. Dadurch hatte aber Stay wieder Content, weil er sagen konnte, guckt mich an, ich habe Leon gedroht zu striken. Dadurch hatte Leon auch wieder Content für den Dezember, um zu sagen, Leute, ich hätte das sowieso freigegeben kurz danach. Es gab keinen Grund, sich aufzuregen. Im Grunde hat das auch wieder Content gebracht und auch da geht jeder gut raus. Deswegen, mit Strike zu drohen ist Blödsinn. Du kannst daraus Content machen, zusätzlichen Content. Und dann macht Catsplay daraus Content, dann mache ich daraus Content. Das ist alles in Ordnung. Nur nicht mit Strike drohen, wenn man selber davon profitiert. Sogar von jedem kleinen Streit profitiert da jeder. Ja, aber wenn Stay das macht, ist das schon was anderes. Weil Leon Mascher ist natürlich doofer als Alicia Joe. Kurzer Einwand, ich weiß, dass es Stay darum ging, sich zu einem Thema zu äußern, bei dem er irgendwie selber mit beteiligt wurde, weil auch sein Material mitgenutzt wurde. So, und äußern durfte er sich ja, und zwar im Livestream. Zu dem Argument kommen wir auch gleich, wenn wir uns Leon Maschers Antwort anschauen. Ich wollte nur einmal aufzeigen, dass das ein gängiger Trick ist, den Stay da benutzt hat, der häufig benutzt wird, um Content-Creator eben unter Druck zu setzen, auch wenn das urheberrechtlich geschützte Material eigentlich gerechtfertigt im Sinne von Fair Use und Zitatrecht benutzt wird. By the way, wenn ihr... Nee, Leon hat keine heilige Regel verletzt. Leon hat doch nicht gestrikt. Leon hat nur das Veröffentlichen unterbunden. Und das ist keine Gefahr. Das kann gesperrt werden, ist aber kein Strike. Das heißt nur, dass das Video nicht veröffentlicht werden darf, benachteiligt den Kanal aber nicht. Rein theoretisch hätte er die Möglichkeit gehabt, jedem einen Strike reinzudrücken. Das würde gehen. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann würde ich mich natürlich extrem darüber freuen, wenn du mir ein Like oder ein Abo da lässt. Jetzt kommen wir aber zu Leon Maschers Antwort, die er... Das ist ja die Sache, wenn ich jetzt Catsplay gucke, kann sie später sagen, boah, diesen Gonzo, den mag ich ja gar nicht, den strike ich ja sowas von weg. Was wagt dieser weiße Cis-Mann, sich einfach zu mir zu äußern? Auf Stays Video quasi hin hochgeladen hat, weil er sich in Erklärnot sah, da... Floyd meint, er hat geclaimed. Ich meine, Stay hat gedroht zu striken.
indem er, wollte er wirklich claimen? Wollte er nicht striken? Wollte er wirklich nur claimen? Dann nehme ich das zurück. Dann wollte er nur claimen und das hätte das Geld eingefroren, was reingeht. Quantenkeks, hi, du warst ja auch schon lange nicht mehr da, ne? Du bist aber männlich sozialisiert. Da sich so viele Leute ja über die 48-Stunden-Sperre beschwert hatten. An der Stelle möchte ich einmal ganz kurz festhalten, dass so eine 48... Gut, war Claim, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück, er wollte nur claimen, okay, dann ist es doch nicht so schlimm gewesen. 48-Stunden-Sperre eine sehr, sehr gängige Sache ist bei vielen... Oh, Kinder, hier ist eure Milch. Davon werdet ihr groß und... Dann muss ich trinken. Ist Jay eigentlich noch on? Ist Jay noch on? Da muss ich ihm gerade schreiben, Jay, die Leute wollen Beef zwischen uns. Wann Beef? Mal gucken. Zwei oder Mehmet 6-2 und solche Sachen. Oder was guckt denn der Jay gerade? Natürlich. Er guckt wie der Weird Flex. Ach, herrlich. Der Weird. Hashtag keine Kraft mehr, der Weird Flex. So. Was war nochmal Alzheimer und dessen Bedeutung? Was war Cis? In deinem Geburtsgeschlecht zu leben ist Cis. Leuten, wie zum Beispiel in Julian Bam, bei Jules, Seven Worlds Wild, bei Mimi. Aber ein Stay sagt, dass Leon sich dieses Recht, also diese Bitte, quasi selbst kaputt gemacht hat, wenn er andere Leute in seinem Material einblendet. Dazu sagt Leon Folgendes. Ja, Bro, ich habe Reisekosten, ich investiere Zeit in das Video, ich investiere Cash in die Kameraleute und so weiter. Eure Reaction macht mein Video nicht aus, Digga. Wisst ihr, was ich meine? Aber das Video jetzt oder auch andere Videos machen eure Reaction aus. Und ganz ehrlich, ob man jetzt den Content von Leon Mascher feiert oder nicht, ob man jetzt findet, das Geld ist gut investiert oder nicht, er hat im Gegensatz zu einem Stay schon einen Mehraufwand, da er ja tatsächlich das Video drehen und schneiden muss. Während ein Stay einfach reactet und das war's dann. Also der sucht sich das Video an, drückt auf Aufnehmen, beziehungsweise... Guten Abend, Mahnerzwerg. Also schönen Abend noch. So, guten Abend noch, Mahnerzwerg. Entschuldigung. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, dass du dabei warst. Hoffentlich bald mal wieder. Hi, Softexe! Stream und dann ist halt fertig. Ich meine, ja, die Reactions von Stay sind auch... Du bist noch am Streunen. Und so weiter. Du bist bestimmt bei Jay auch noch, ne? Weiter und so fort. Aber immer noch weniger Aufwand als bei einem Originalvideo. Deswegen macht es für mich eh keinen Sinn, dass Stay sich da so irgendwie beschwert. Und ich bin jetzt auch kein Jurist oder so, aber ich glaube schon, dass die Ausschnitte, die Leon einblendet, eher vom Zitatrecht gedeckt sind, als die Reactions, die Stay normalerweise macht. Einfach, wenn wir uns anschauen, was so der Umfang des Zitates ist. Wenn ich meine Videos kreiere und ihr sozusagen in meinem Video nur, sagen wir mal, 1%, 2% vorkommt, Digga. Aber das Video jetzt oder auch andere Videos machen eure Reaction aus, vielleicht zu 80%. Ich habe einfach mal geschaut, wie viel Prozent der relevanten 13 Minuten von Leon Maschers Video tatsächlich urheberrechtlich geschützten Content beinhalten. Also wie viel Fremdmaterial drin ist. Also erstmal, Leon verwendet tatsächlich relativ viel Fremdcontent. Circa 4 Minuten 50 und damit 37% dieser 13 Minuten sind Ausschnitte von anderen Streamern. Das wirkt erstmal viel, man muss aber... Hi, Danro. Aber beachten, dass immer sehr, sehr kurze Clips genommen wurden und teilweise wurden halt auch quasi Einschnitte gezeigt, wo die Leute einfach nur das Statement von UpperRed haben durchlaufen lassen, aber selber nichts gesagt haben. Das habe ich auch als Fremdcontent gewertet, da man dort ein Gesicht sieht, das weder Leon noch Apo gehört. Stay safe. Ob das unterstützenswerter Originalinhalt ist? Also es ist ja Originalinhalt gewesen... Das war ja lange geplant, das ist ja ein Prank und die Auflösung gewesen. Ich weiß eigentlich nicht, was Leon Mascher alles noch Schlimmes getan hat, ob man ihn deswegen nicht unterstützen sollte. Aber wenn es jetzt nur darum geht, er hat was kreiert, er hat es geplant, er hatte Kamerakosten, Reisekosten und sowas, und dann muss Original-Content auf jeden Fall finanziert werden, weil ein Reaction-Streamer, der sitzt einfach nur hier, hat keine Kosten und reagiert darauf. Selber machte von diesen 13 Minuten tatsächlich nur 44 Sekunden aus. Das sind circa 5,61%. Lass uns doch einfach mal schauen, wie das Ganze bei Stay's Reaction aussieht. Von den 24 Minuten 16 Sekunden nimmt das Originalvideo, also wenn du Eier hast, 12 Minuten 50 ein. Das sind ungefähr 51%. Also, wie lange geht das? Boah, ich muss voll dringend pinkeln, das gibt's doch nicht. Irgendwann kriegt ihr mal eine Fußcam von mir, dann seht ihr, wann ich anfange, mit den Füßen wild zu wählen, weil ich ganz dringend pinkeln muss. Aber so dringend, sonst halte ich es nicht mehr aus. Ich muss mal. Bis gleich. Danke für die Einordnung. Ich weiß nicht, was er sonst gemacht hat. Wenn ihr irgendwas Schlimmes wisst, was er gemacht hat, außer Mimi die Karte klauen zu lassen, weil er selber sich zu fein dafür war, sagt Bescheid. Ich hatte auch meinen Kaffee auf dem Schrank vergessen. Um gleich noch öfters
zu müssen. Ja, ich mache Dienstag anstatt Mittwoch, weil das von der Arbeit her passt. Ich hatte heute Morgen Dienst gehabt. Und morgen habe ich frei, deswegen kann ich das heute machen, weil nach einem Livestream kann ich unmöglich arbeiten gehen. Die sind zu heftig geworden. Viel zu heftig. So. Ich mache mal weiter. Stay benutzt halt schon prozentual gesehen mehr Fremdcontent in seiner Reaction als Leon Mascher in seinem Video. Zusätzlich ist das Video von Leon ja auch länger als diese 13 Minuten, auf die jeder reagiert hat. Und hinzu kommt nochmal, dass einige von Stays Kommentaren halt so aussehen. Das gehört aber dazu. Das gehört zu Stay einfach dazu. So, wie kann ich jetzt mit diesem... Don't get me wrong. Ich habe jetzt persönlich nichts gegen Stays Reaction, aber ich finde halt den Take hart, dass man bei Leon keine 48 Stunden warten möchte, schon hart, wenn man Aussagen wie diese droppt. Es gibt kein 48-Stunden-Gebot, wenn du Content von anderen Leuten klaust. Sorry, aber als Reaction-Streamer und YouTuber von Content-Klau zu sprechen, wenn jemand anderes Fremdclips einbindet, das finde ich einfach dreist. Weil Leon Mascher hat humoristisch Clips von anderen Streamern in sein Eigenwerk eingebaut. Und der Einzige, der hier Content-Klau betreibt, ist wenn dann Stay. Der bewegt sich mit Reactions nämlich eher in einer rechtlichen Grauzone, denn er benutzt regelmäßig ganze Videos in seinen Reactions. Und es ist einfach de facto der faulste Content, den du machen kannst. Versteht mich nicht falsch. Hey, ja. Und ich habe nichts gegen deren Existenz. Und Leons Videos... Sie reactet auch selber, ne? Wir wissen es ja, sie reactet auch selber. Könnten mir nicht egaler sein, wenn es nicht darum geht, Klicks auf meinem YouTube-Kanal mitzunehmen. Aber es ist einfach eine ganz andere Nummer, ob jemand mühevoll Clips aus etlichen Streams zusammensammelt, diese in einen Kontext mit einbringt und so mühevoll schneidet. Stimmt, Leon hat mal ein Gewinnspiel gefaked, ja. Um sein Album besser zu verkaufen. Das stimmt. Der Dürre, guten Abend. Wie es bei Leons Video gemacht wurde. Oder ob man sich einfach hinsetzt, Play drückt und dann auf ein Video reagiert. Cringe, wer auf andere reactet. Würde ich auch niemals, nein. Reactet. Und dann ist man pissed, weil man zwei verfickte Tage warten soll. Ich finde, moralisch gesehen sollte man sich als Reaction-Streamer dann schon ein bisschen zurückhalten, wenn man... Ich bin sehr vorbildlich, weil sie hat dieses Video vor 4 Tagen rausgehauen. Wir gucken mal. 1700 Aufrufe. Das ist ja so viel, wie ich höchstens auch bekomme nach 4 Tagen, so ungefähr, würde ich sagen. Und sie hat 2800 Abonnenten, ich habe fast 5000. Ich würde sagen, mein Kanal ist einfach alt und die meisten Abonnenten sind wahrscheinlich inzwischen verstorben von meinem YouTube-Kanal. Und deswegen guckt davon keiner mehr. Das muss so sein. Ich kann mir nicht vorstellen, wo die ganzen Abonnenten hin sind. Ey Leute, stellt euch mal vor, ich habe fast 5000 Abonnenten. Wo sind diese Menschen? Was ist mit denen passiert? Die haben noch nicht mal, die machen sich noch nicht mal die Mühe zu deabonnieren? Also wirklich. Wenn ich jemals auf andere reagieren sollte, unfollowst du, gib mir genauso. Ich werde sofort meine Existenz löschen, wenn ich jemals auf andere reagiere. Guck mal, ich habe schon einen Daumen gegeben. Abonniert ist sie übrigens auch. Ehre. Und sich eh darauf stützt, das Dezembergeld mit Leon und ApoRed's Content schön mitzunehmen. Kurze Anmerkung aus dem Edit. Ihr mögt mich weniger als ihre. Ne, stimmt ja gar nicht. Die Leute, die da sind, die schauen mich, die neu da sind. Mein Kanal ist nur schon 9 Jahre alt und hat deswegen so viele Abonnenten. Die sind alle inzwischen weg. 9 Jahre ist ja auch unendlich viel Zeit. Theoretisch hätte Stay ja auch gar nicht wissen können, dass da Dinge sind, zu denen er sich irgendwie äußert. Danke, Paulchen. Möchte in dem Video. Oder dass er. Das ist die richtige Einstellung. Eine Playlist erstellen, dann einschlafen gehen. Sachen aus dem Kontext geschnitten wurden, weil er das ja gar nicht vorher gesehen hat, bevor er drauf reacted hat. Und wenn er das Bedürfnis gehabt hätte, tatsächlich irgendwie statementmäßig auf Sachen zu reagieren, dann hätte er ja auch einfach ein Statement wie gegen Leon Mascher machen können. Also, dass er keine Clips benutzt, sondern sich halt einfach nur erklärt. Hat er aber nicht gemacht. Vielleicht, weil es... Die sind alle im Knast und haben kein Internet. Genau, die ganzen alten Abonnenten. Sich besser klickt zu sagen, es geht weiter, ApoRed, hört nicht auf zu lügen. Ich hatte ehrlich gesagt, in der Reaction von Stay auf das, wenn du Eier hast, Video auch nicht das Gefühl, dass er... Du kennst mich seit 9 Jahren und findest meine Reactions nun doch halt gut? Ey, das freut mich. Viele haben sich ja beschwert, als ich den Content gewechselt habe. Aber ey, das wurde nicht geguckt, was ich vorher gemacht habe, ne? Er sich großartig, statementmäßig irgendwie dazu geäußert Guten hat. Guten Abend, Belegur. Er sich nicht dafür schämt, irgendwie mit... Oh! Ramrod wird jetzt die Steuerung übernehmen. Rotfunk! Bestätige, ich habe Steuerung übernommen. Kampfbereitschaftsstufe! Kenn ich, wer ist Brotfunk? Hey, dankeschön! Und direkt mit Trinken unterbrecht ihr mich. Groß und stark. Unterbrecht doch nicht den Brotfunk! Hallo Raider! Ich muss Brotfunk dringend kennenlernen. Herr Seller!
Bist du gerade mit reingekommen? Based Vienna, guten Abend. Ich sehe jetzt aber nicht, wer alles reingeradet ist. Das sehe ich jetzt leider nicht mehr mit dem. Scardave, guten Abend. Quasferas, guten Abend. Tamorion, danke fürs Followen. Crack77, Crack Egg, hi. Fette, fette Ordner. Ich habe fette, fette Ordner über euch alle. Shame Forest. Brotfunk sind Proletopia, Leute. Alle seid ihr gern willkommen. Servus. I'm gonna catch them all. Proletopia trollt mit... Das ist doch nicht der Proletopia, oder? Das ist doch nicht der, der gerade gefollowt hat. Das kann doch nicht sein. Ich war erst... Hat Proletopia gestern mit Bijan geredet? Oder war das gestern? Habe ich gestern reingeschaut oder war das mal anders? Oder war das vorgestern? Da habe ich reingeschaut. Da habe ich so viele Leute gesehen, die ich kenne. Hikikomoria. Habe ich dich nicht auch heute gesehen bei About a Fruit? Auf dem Discord? Proletopia ist viel zu rich und famous, stimmt. Er würde hier niemals hinkommen. Doch. Hi, Proletopia, grüß dich. Das ist ja krass. Du hier. Es freut mich. Ich habe schon oft mal in deine Videos reingeguckt. Und manchmal auch in deine Livestreams. Fand ich alle nicht schlecht. Ich fand das alles sehr gut, wo das alles angefangen hat, wo mit der ganzen Aufklärung über die Leute, die sich, also der Grabenkampf ist zerbrochen und die ganzen Leute, die sich gegenseitig als rechts framen und dass du da rausgegangen bist. Ich weiß, du hast mal mit Dekadent gesprochen und da ging es um Kuchen-TV, wo der Dekadent gesagt hat, dass Leute ohne Abschluss oder ohne Studium sollten keine Meinung haben dürfen, dürften ihre Meinung nicht verbreiten. Ey, es ist so... Der Abwehrmodus, nur für... Was? Welchen Abwehrmodus habt ihr gerade aktiviert? Ja, Dekadent ist based. Brotfunk ist Nebenprodukt. Kann ich gar nicht bis jetzt. We're gathering more power. Ich wollte gleich auch auf Dekadent reacten. Der ist ja momentan mit Lucy dran. Habt ihr das mitbekommen? Der ist gerade Lucy am Fertigmachen. Und es gibt ein Video, da steht, wir sind nur hier, um über Nemesis zu lachen. Und er hat auch schon mal so ein Video gemacht über Random, alles Random. Und hat sich über ihn lustig gemacht. Und da wollte ich gleich mal gucken, was er so über Nemesis gesagt hat. Bestimmt nichts Positives. Und jetzt erstmal wollten wir gucken, warum Catspay findet, dass Leon Marcher recht hat auf die Einnahmen für sein Video. Aber danach gehen wir voll auf Karl. Und ich wollte mal gucken, endlich gibt dir mal für Brotfunk einen Shoutout. Hart die Lucy, ganz genau. Hart die Lucy ist gerade im Kreuzfeuer und wird dann von den Vokies einfach hin und her gereicht. Ich habe gehört, Tilted Floster macht auch schon Videos. Das ist ganz übel. Und ich habe einen kleinen Zusammenschnitt gesehen auf Twitter. Und den wollte ich gleich mal raussuchen, den gucken wir uns an. Aber jetzt gerade wollten wir noch zu Ende gucken. Und dann hoffentlich seid ihr gleich noch da, dass wir uns den Zusammenschnitt angucken, wo Dekadent vollkommen richtig sagt, es geht hier um Solidarität und Empathie. Und dann sagt er, halt gefälligst deinen Darmausgang. Absolut krass. Gluon! Genau, der Gonzo influenzt mal wieder. Der Gluon. Guten Abend, Gluon. Wir wollen uns gleich mal angucken, wie Linksextreme rummobben. Arme Frauen mobben. Auf Twitch. Ganz ekelhaft. Auf Twitter sieht man davon einen Ausschnitt, auf Twitch übrigens nicht, weil um das zu sehen, wie diese Frau gemobbt wird, muss man vorher ein Abo bezahlen. Ganz fiese Sache. Menschen brauchen mehr Empathie, du. Ja, genau. Ey, ich hab auch extra als Beweis. Ich bin eine Frau. Das meine ich nicht. Halt doch dein dummes Drecksmaul, du ekelhafte Drecksgestalt, Mann. Was ist denn los mit dir? Mein lieber Scholli, was bist denn du für ein Hurensohn, Alter? Sowas zum Beispiel, ja? Alter. Man sagt doch nicht Alter. Aber gleich, beste Mods. Was haben die Mods gemacht? Wir klären das später mal. Erklärt mich später mal auf, was dieser geile Verteidigungsmodus ist. Hauptsache, es können doch alle schreiben. Den würde ich einbauen. Habe ich auch gemacht, ich glaube, bei dem Rezo-Video. Rezo gegen Steuerung F. Da hat aber Dekadent was über Steuerung F gesagt und ich habe das damit reingeschnitten. Gegen Steuerung F. Das gehört dahin, wo es wirklich hingehört. Gegen die Richtigen.
Pray for Nagito, guten Abend. Karl muss Urlaub machen, der macht immer Urlaub. So, gucken wir gerade noch bei Cat's Play fertig. Viel für ApoRed gezeigt. Softex ist trotzdem immer noch zweigeteilt. Der Jay ist ja auch noch live. Zu haben. Und ich habe da ja auch nicht das Gefühl, dass Stay irgendwie wirklich... Stay. Gluon verachtet diesen Reaction-Kram natürlich. Es geht um die Moral, Gluon. Es geht um, ich mache das ja eigentlich aus Spaß und ich hasse diese Menschen nicht. Das heißt, ich mache hier eigentlich keinen Aufrege-Reaction-Kram. Ich finde einige Sachen, die manche Leute sagen, vollkommen okay. Andere Sachen finde ich wieder voll daneben und darüber muss man doch reden. Also wirklich. Übrigens, mein Steuerungs-F-Video kommt morgen. Das ist heute erst fertig hochgeladen. Das war ewig lang einfach. Treatment-mäßig. Gluon, dankeschön! Unterstützung hier. Nein, es war Zorris. Zorris, danke schön, dass du Gluon einfach mal hier festtackerst. Hi Tier 09. Danke, Zorris. Zwing den Gluon dazu, zuzugucken. Zynavia, guten Abend. Ich auf etwas reagieren wollte, außer dass er halt einfach super pisst auf ApoRed und Leon Marcher ist, was ja auch völlig berechtigt ist. Aber insofern finde ich seine Argumentation in dem Video halt nicht ganz so stimmig. Und mehr noch pisst es mich an, dass hier das Copyright-System von YouTube... Samara hat sich vertippt beim Verteidigungsmodus. ...ausgenutzt wird, um Creator unter Druck zu setzen. Und ich finde, das ist eine Sache, die sollte man bei niemandem gut finden. Was ich auch öfter in den Kommentaren gelesen habe, ist, dass Leon Marcher ja quasi das Gleiche gemacht hat. Also, dass er das Copyright-System ausgenutzt hat, damit Leute nicht über ihn sprechen können. Weil ja nicht nur Reactions, sondern auch Meinungsblogs gesperrt wurden. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat Leon Marcher aber sein Video quasi ins Content-ID-System gegeben, was automatisch dann die Reaction sperrt bzw. claim lässt. Also alles, was so Material von ihm. Ich glaube, ich hatte Zorris auch von Gluon erzählt und vom Retro-Frühstück. Und soweit ich weiß, kann man da auch nicht einstellen, ob das ganze Video quasi gewertet wird oder ob es okay ist, dann kleine Clips zu nehmen. Daher hatten die Meinungsblogs keine Chance durchzukommen, genauso wie die Reactions, weil einfach alles sofort quasi downgenommen wird. Aber YouTube bietet da auch keine Möglichkeit, das genauer einzustellen. Insofern also natürlich doof, dass keine Meinungsblogs kommen konnten, aber ich kann schon verstehen, dass das für Leon die easyste Methode war, die Reactions einfach quasi erstmal unten zu halten. Hättest du jetzt ein geschnittenes Video hochgeladen, also keine Reaction gemacht, und dann wäre sein Video, wie bei Alpha Kevin zum Beispiel, gesperrt worden, dann hätte man natürlich... Danke, Lady! Für ein Sub an Proletopia, damit er auch ganz bestimmt wiederkommt. Und jetzt nicht sofort abgeschreckt ist von mir. Außerdem steht er jetzt oben, hier. Er ist jetzt auch da oben, der Streamboss. Ich habe Proletopia drin. Wunderbar. Schon darüber sprechen können, dass das scheiße ist, dass das Video nicht hochkommen kann. Vor allem, weil ja dann die Clips quasi vom Zitatrecht gedeckt wären. Dann fände ich, hätte Stay sogar hier recht gehabt. Auch wenn ich das unter Druck setzen immer noch nicht cool finde. Aber Stay brüstet sich natürlich auch damit, dass er allen Reactions und allen YouTube-Clips es jetzt ermöglicht hat, hochgeladen werden zu können. Leon sagt dazu natürlich das. Nicht dank dir wurden die Videos freigeschaltet, dank mir, Digga. Ich habe gesagt, ey, schaltet jetzt alle Videos frei, habe ich meinem Netzwerkmanager gesagt, alles ging dann Richtung 40 Stunden oder so. Was weiß ich, oder 45 Stunden. Ob Leon nun die Videos freigegeben hätte oder nicht. Hi, FDAX. Nicht, das weiß natürlich niemand. Aber am Ende konnte jeder Klicks mit dem Prank abfarmen. Leon, Apo, Stay und wer noch alles drauf reacted hat. Ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dass das große Problem immer noch ist, dass es kein in YouTube integriertes System gibt, mit dem man quasi einstellen kann, ob Reactions auf den Content okay sind oder nicht. Und wie... Mods, habt ihr jetzt erstmal geguckt, wer Proletopia heißt? Ich habe noch nicht mit meinen Mods drüber geredet, wer hier alles Ehrengast wäre, wenn er reinkommt. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das war... Ach, ich weiß noch gar nicht, wen meine Mods alle kennen. Aber Proletopia gehört auf jeden Fall dazu. Wie viel von... Ich muss dem mal meine Followerliste zeigen, wem ich alles followe. ...von dem Content quasi genutzt werden kann. Das Traurige ist ja vor allem noch, dass YouTube sowas Ähnliches schon besitzt mit dem Content-ID-System und man das nur ein bisschen verfeinern müsste, damit man das Ganze nutzen könnte für Reactions. Traurig finde ich auch, dass man seine ganzen Prinzipien wegwirft, weil man Leons Content nicht mag und dann die 48-Stunden-Sperre, die man normalerweise bei anderen Leuten respektiert. We gathering more power. Danke, Sandy Carr. Fürs Followen. Hier quasi über Bord wirft. Ey, man muss Leon... Ich weiß gar nicht, ob ich Ryoka follow. Ich glaube schon. Aber keep your friends close, Raziel. But your enemies even closer.
Leute nicht mögen und man kann auch finden, dass der Content von Apo und Leon nicht geil ist. Aber ich glaube, die Lösung wäre dann halt einfach nicht drauf zu reacten und ein Statement-Video zu machen, ohne die Clips zu benutzen oder halt eben nur kurze Ausschnitte zu zeigen. Wenn ihr den Typen nicht unterstützen wollt und wenn ihr ihm schaden wollt, dann reagiert einfach nicht auf den Content. Am Ende kann ich mir aber vorstellen, dass die Meinungen in diesem Thema hier auseinandergehen. Deswegen lasst mich gerne wissen, was ihr von dem Ganzen haltet. Lasst mich gerne alles in den Kommentaren wissen und damit bis zum nächsten Video. Jo, genau, es ging um Stay. Dass FDAX Bescheid weiß, es ging um Stay, natürlich. We gathering more power. Maui, Möwe, natürlich, OEÖ, klar. Danke fürs Follow. Hatte ich eigentlich ein Follower-Ziel eingetragen, ein neues? Haben wir das Follower-Ziel schon erreicht? Ich weiß es nicht. Reactions sind auch eine krasse Bühne für Leute, die Müll labern, ja. Deswegen niemals auf ApoRed reacten, sondern auf Mimi reacten. Ganz klar, auf Mimi. Was wollte ich machen? Ich wollte auf X gucken. Ich wollte nach Twitter gucken. Ich glaube, noch war es noch ein Follow und dann haben wir das Follower-Ziel erreicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich guck mal gerade, dass nichts Falsches angezeigt wird. Ihr wisst ja, wie X ist, ne? Oh Gott, jetzt habe ich 6 Nachrichten. Sonst kriege ich nie irgendwelche, aber Mr. Seller war das. Natürlich, Mr. Seller hat voll reingehauen.